schon gesagt, ich mache heute mal ein aktuelles Video. Es ist der 15. Juni 2015. Die Temperaturen sind immer noch kühl. Bis vor 14 Tagen hatten wir eigentlich noch Temperaturen im einstelligen Bereich. Und weshalb ich hier stehe, das sind meine Wasserfässer, ein Ringfass, das eigentlich seit Ende März letzte Woche immer wieder voll war. Da hat es sehr, sehr viel hier geregnet, war sehr starker Regen. Aber seit Ende März eigentlich kein Regen mehr gefallen ist. Deshalb habe ich auch dieses andere 1000 Liter Fass noch, das zum Glück durch einen Brunnen gefüllt werden kann, sodass ich da Wasser habe. Denn seit Ende März muss ich hier regelmäßig gießen. Und ich bin schon ein bisschen neidisch, wenn ich da höre, dass in manchen Gegenden sehr viel Regen fällt. Weil wir haben hier sehr trocken. Gut, gucken wir mal, was aktuell hier los ist. Ach, hier. 1000 Liter Fass. Ist auch schon ziemlich leer. Mal wieder auffüllen lassen. Posthaufen. Seht ihr also auch hier. Diese Laube ist auch schon langsam bewachsen. Wird also eine schöne, lauschige Ecke hier. Mit Blick nach Süden. Aufs Haus. Gut. Trocken, trocken, überall trocken. Rosen wachsen sehr gut. Erdbeeren kommen. Hier habe ich Walderdbeeren, haben sich hier vermehrt. Und Salbei, Kohlrabi, Mangold wächst sehr gut. Dort oben noch die Knoblauchsrauke. Da wächst ein Storchschnabel, ein stinkender. Knoblauchsrauke wieder. Und die Beerensträucher. Ja, sind noch keine Beeren dran. Hier haben wir Stachelbeeren. Sehen ganz gut aus. Rosen, sehr schön. Gibt ein duftendes Rosenmassageöl. Ja. Ja, Öl habe ich heute gekauft, werde ich mal hier einsammeln. Erdbeeren, ah, da hinten, Johannisbeeren. Ah, auch schön. Gut. Diese Pflanze, wenn einer sagen würde, was das ist, wächst überall. Ich weiß es nicht, was es ist. Lass es mal wachsen, bis da eine Blüte kommt. Vorher kann ich es nicht sagen, was es ist. Birken. Hier wieder Erdbeeren. Sehen, da kommt noch einiges. Ja, die sind leider vertrocknet. Mangold, Blumenkasten, funktioniert auch. Kirschen sind sehr viele. Da sammle ich also Erdbeeren und Kirschen sammle ich ein für den Rumtopf. Habe ich einen Rumtopf. Dort Salat unter dem Glas gewachsen ohne Ende. Also das hat sich wirklich gelohnt. Unter der Glasplatte, unter dem alten Fenster, den Salat anzubauen. Komme ich kaum hinterher. Auch hier wächst wieder irgendwas. Ich warte auf die Blüte. Und da hinten ein paar Kräuter. Da wächst der Beifuß. Das ist, fällt mir jetzt der Name nicht ein, ist aber giftig. Dreieckshügelbeet. Nach vielen Kampf mit Schnecken endlich mal wächst da auch mal was. Aber ihr seht, alles trocken. Die Weide trocken, muss gegossen werden. Da wächst auch einiges. Überall wächst es. Ah, Waldmeister. Pfefferminze will nicht wirklich. Ja, und in den Hügelbeeten haben sich Bäumchen ausgesät, verschiedener Art. Als von den großen Bäumen da runterkamen, Samen haben sich ausgesät und ich habe sie jetzt alle mal rausgepflanzt, was ich da seit letzten Herbst ausgesät hat. Ein paar Tomatenpflanzen sind noch dazwischen. Oh, und dann mache ich eine Baumschule auf. Rosen, Massageöl. Hier waren die Radieschen drunter unter dem Beet. Und wachsen jetzt noch
Tomatenpflänzchen sind nicht wirklich groß. Das ist, glaube ich, ein Kürbis. Die wachsen hier jetzt hier noch ein paar Salatpflänzchen. Mit der Platte. Hier wieder Weide. Hier hat sich noch ein Kirschbaum gepflanzt. Da hinten ist noch Kirschbaum, auch wieder dahinter noch wieder Bäumchen. Kleine Bäumchen, Ahorn. Vor allen Dingen Sitzecke, Palme, Oleander. Den haben wir letztes Jahr sehr zurückgeschnitten. Der war krank. Hat sich auch wieder gut erholt. Ja, überall Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Und jetzt Prachtstück Beinwell. Der Beinwell. Freue ich mich schon drauf. Beinwell-Salbe und das Grünzeug. Sobald jetzt hier mal die Blüten weg sind, da summt und brummt es überall. Das ist Gründüngung, wenn man daraus eine Beinwell-Jauche macht. Für Gründüngung geeignet. Oh, in dem anderen Beet. Auch hier hatte ich die Glasplatte drauf. Mangold, Kohlrabi, Petersilie wächst. Tut sich wieder was. Auch hier wieder diese ominöse Pflanze. Schauen wir mal, was es wird. Dazwischen eine Kartoffel, wo immer die auch herkommen. Kann ich nicht sagen. Und nochmal Zucchini. Zucchini-Blüten, ah ja. Zwiebeln. Da blüht die restlichen Radieschen. So blüht Radieschen, wenn man sie wachsen lässt. Ja, und hier habe ich das Beet nochmal aufgefüllt. Schnittlauch, Petersilie, Mangold, Paprika ist da drin, Salat. Aber gießen, 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 gießen. Jut. Okay. Mein Porsche ist in der Werkstatt. Das ist das Ersatzauto. Ja, hier wachsen auch Bäumchen, die sich dann hier, die Birken, sich irgendwann auch der Plan hier, die wachsen so schön. Könnte man das Mäuerchen eigentlich abreißen und da so einen lebenden Zaun machen. Ist eine Idee, gucken wir mal. Alles Ideen. Wieder diese ominöse Pflanze, riesengroß. Ich weiß es nicht, wozu sie nützlich ist. Da wächst eine Tomate, die hat sich gut gemacht in dem Beet. Da wächst ein Brombeer zwischendurch. Also noch mal Zwiebeln dazwischen. Also hier wächst alles kreuz und quer. Weidenruten als Stangen. Die Tomaten sehen gut aus. Ich glaube, um den Regen muss ich mir dieses Jahr keine Gedanken machen. Hier Kartoffel. Wenn ich so bei den anderen Gärten vorbeigehe, da sind die Kartoffeln eher so die Größe wie hier meine Tomate. Und die wächst ohne Ende hier. Ja, gucken wir mal. Viel Platz ist da nicht. Bin mal gespannt. Mangold. Jawohl. Mangold. Rabi. Hier ist noch ein bisschen Platz. Wenn die Tomatenpflanzen ein bisschen größer werden, kommen die hier rein. Hier wieder Mangold. Und da unten Prachtstück. Rosen. Duften leider nicht. Ist ja nicht schön. Birken, da wächst was Großes, Rein, ja, so sieht's aus, Mitte Juni, Frühling ist ausgefallen, Regen haben wir auch nicht, gießen muss ich, naja, schauen wir mal. So schön heißt. Rasen mähen muss ich nicht. Wächst auch irgendwas. Ein Kraut. Dazwischen wachsen auch nochmal. Ja, da gehe ich nochmal hin. Ach, wunderschöne Erdbeeren da. Dazwischen. Ich guck mal hier. Ja. Schöne Walderdbeeren. Na? Lecker. Werde ich gleich mal sammeln. Ich habe rumgekauft. Da kommen die Erdbeeren, die Kirschen. Und es gibt einen schönen Umtopf für den Herbst. Gucken, was noch an Früchten da reinkommt. Hm? Ja. Da summt und brummt hier Wespen. Ah, hier, guck mal hier. Da ist Action.
ein kleines Beiblatt, was der Beinwelle alles macht, was man auch machen kann. Gut. Dann. Das war's mal wieder. Kurzer Rundgang. So, kurzer Rundgang. Schönen Gruß. Macht's gut. Hoffe, hat euch gefallen. Bis demnächst. Tschüss.